Olaf Scholz in Ulm. Der Bundeskanzler hat Brauerei und Rüstungsindustrie besucht. Und damit herzlich willkommen zu Ihrem Journal von Regio TV Schwaben. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der nächsten halben Stunde haben wir wieder wichtige und spannende Themen aus der Region für Sie. Bundeskanzler Olaf Scholz war heute in Ulm. Dort hat er den Rüstungselektronikhersteller Hensoldt besucht und sich ein Bild von verschiedenen Radargeräten für Kampfjets gemacht. Informiert hat sich der Bundeskanzler auch über Radare für die Luftverteidigung mit Lenkflugkörpern. Die werden im Krieg in der Ukraine eingesetzt. Bevor Scholz sich der Rüstungsindustrie gewidmet hat, durfte sich auch die Brauerei Goldochsen über hohen Besuch freuen. Das Bier scheint schon mal zu schmecken. Der Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute Mittag um 12 Uhr die Brauerei Goldochsen. Zum ersten Mal in seinem Amt ist er in Ulm. Die Lebensmittel- und Energiekrise setzt auch den Brauereien zu. Der Kanzler spricht mit der Belegschaft über die Situation. Doch er hat noch ein zweites Ziel, den Hensoldt-Standort. Nach dem Gespräch mit Hensoldt-Vertretern reflektiert er die Dramatik der Lage in Europa. Ein jahrzehntelanges Verständnis, dass Grenzen in Europa nicht mit Gewalt verschoben werden, ist aufgekündigt worden. Das ist das, was ich eine Zeitenwende genannt habe. Und das ist wirklich ein fundamentaler Bruch mit Prinzipien, die für lange Zeit selbstverständlich waren. Von den Bereichsleitern des Rüstungskonzerns lässt er sich Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der neuesten Radarsysteme erklären. Komponenten dieser Fahrzeuge sind teilweise schon in der Ukraine im Einsatz. Ich habe heute eine hochmotivierte Belegschaft getroffen, Frauen und Männer, die sich mit großer Intelligenz und großer Einsatzbereitschaft darum kümmern, dass das hochpräzise, sehr wirksame Systeme sind, auf die wir zurückgreifen können. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn wir an unsere Landesverteidigung denken, die doch eine solche neue Bedeutung bekommen hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir langfristige Kooperationen mit der Verteidigungsindustrie zustande bringen müssen. Und das werden wir und das wollen wir als eine der Konsequenzen der Zeitenwende. Nicht zuletzt gibt Olaf Scholz auch ein Statement zu tagesaktuellem Anlass. Die Bundesministerin der Verteidigung hat mir heute mitgeteilt, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr fortsetzen möchte. Ich habe viele, viele Jahre gut und gerne mit Christine Lambrecht zusammengearbeitet. Ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll. Das Bundesministerium der Verteidigung, die Bundeswehr, aber alle, die sich um die Landesverteidigung in unserem Land bemühen, haben verdient, dass das schnell geklärt wird. Scholz betont, dass er weiß, wie es im Verteidigungsministerium weitergehen soll und verkündet eine zeitnahe Bekanntgabe.